normales Futter zu essen. Also ich Wasserflöhe, keine Ahnung. Was fressen denn deine Kleinen jetzt? Alles. Alles. Seit wann fressen sie dann? Alles. Die fressen, naja. Ja, schon. Seit 6-8 Wochen können sie doch hier rein, oder? Nee, also die. Du wirst halt sehen, die, es gibt ein paar, die schließen die Metamorphose sehr frühzeitig ab. Es wird sich irgendwann ziemlich klar rauskristallisieren, dass da ein paar dabei sind, die einfach stärker sind als andere, schneller sind als andere, besser sind als andere. Und die werden die Metamorphose ziemlich schnell abschließen. Und das heißt, die sind in 8 Wochen fertig. Rüber in 8 Wochen habe ich das Bett genügt. Jeden Tag. Aber du wirst nicht alle gleichzeitig hier rübersetzen können. Weil die Metamorphose, wenn du Pech hast, auch ewig dauern kann. Ja, aber ist doch wurscht. Brauchen sie dann noch vor der Metamorphose, brauchen sie Pflanzen oder wie? Nee, das ist vor der Metamorphose. Ja, dann können sie ja auch rein, dann können sie auch dazu, ist ja wurscht. Aber tun die ja nichts. Ich will ja nicht so ewig da mit 30 Liter halten. Ja, wenn es das sind 120 Liter, das ist viermal so viel Wasser, ist viel besser. Ja, natürlich. Kannst du auch, also musst halt gucken, wie viele, ne, du verlierst halt. Ich würde sie jetzt da nicht füttern von den Pflanzen, aber sobald sie Fleisch fressen und lebendes Zeug oder was, dann setzt sie da rein. Ja, aber du wirst dann auch sehen. Dein Naubchen, ich glaube, das, aber die sind gut geschlüpft oder was? Nein, auch nicht. Ich habe die früher immer gezüchtet, aber überhaupt kein Problem. Ne? Ja, vielleicht. Ich habe groß gemacht, aber ich habe halt die Naubchen gezüchtet. Ja, ich habe halt auch immer, Futter vom Fressnapf gehabt, keine Ahnung, wie alt die Eier waren. Die haben ja teilweise einen ziemlich alten Eindruck manchmal gemacht, ja. Aber normalerweise passiert denen ja nichts, den Eiern. Was würde denn passieren? Ich würde halt, ja, da holen wir mal was in Tondorf, ja. Irgendwie was Frisches, das ist so irgend so ein Alternativprodukt, ja. Ach ja, und Futter, ey, Futter. Scheiße, Mann, das habe ich ja im Internet gesehen bei irgend so einem Lieferanten, der die